Willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ihr wisst es ja, wir haben hier Kraftwerke aufgebaut, wir haben Rohre gelegt, wir haben alles verbunden. Was aber allerdings noch fehlt, ist die Kohle. Da werden wir uns jetzt drum kümmern. Ich will nur kurz, nicht, dass wir jetzt so blind loslaufen, die Materialien mitnehmen für den Miner, ne? Das brauchen wir schon. Und der Miner braucht... Ah, wir haben soweit alles. Beton sollte ich vielleicht noch ein bisschen mitnehmen für die Fließbänder gleich. Und wir brauchen einen Mini-Miner. Das ist vielleicht nicht das Problem. Die Fließbänder auszuplatten haben wir noch. Okay. Beton brauchen wir, glaube ich, nur für die Pfeiler, ne? Das kriegen wir hin. Das hier. Mini-Miner bauen wir den hier gleich. Den machen wir uns auf den Weg. Ah, ich baue mal zwei. Ich weiß nicht, wie viele Kohlevorkommen da sind. Wahrscheinlich nur eins. Aber man weiß ja nie. Gut, den Skin nochmal. Wir hatten eins zumindest ganz in der Nähe. Kohle. Die gute Kohle, die brauchen wir jetzt. Fließband da jetzt hinzukriegen, wird zwar noch eine Kunst. 638. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Aber das kriegen wir schon hin. Die Kohle muss da irgendwie hin. Man könnte natürlich später, wenn wir es denn wollen, eine Art Fließband bauen. Wieso haben wir hier jetzt neuerdings so ein Ding? Oder war das vorher schon da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ah, mal gucken. Man könnte ja den Schlepper bauen und das rein theoretisch mit dem Schlepper rüberkarren lassen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das Ding so zuverlässig ist. Das ist die Frage, ne? Gut, aber den haben wir eh noch nicht erforscht. Das ist momentan überhaupt keine Option. Warte. Nicht runterfallen. Kohle ist hier irgendwo, ne? Hier, jo. Irgendwo. Sie hier unten oder da oben? Ist da oben, ne? Oh. Okay. Moment. Mach mal ordentlich hier, mein Freund. Ich muss mich irgendwie darüber bauen. Kriegen wir es da einigermaßen gerade ran? Jo, es geht, ne? Gerade bitte. Einmal hier rüber bauen. So, dass wir hier so rüberkommen, ich weiß, ist nicht gerade breit. Die Kohle muss hier sein. Oha, warte mal, ich kenne noch mein Glück. Irgendwann achte ich da nicht drauf, dann falle ich runter. So ist schon besser, sehr schön. Na, du grunzender Freund, auf jeden Fall. Oha, gut bewacht ist die Kohle auch noch. So, muss ich das hier wegkloppen? Oder ist das wirklich eine reine Kohle? Das werden wir ja sehen, wenn wir den Miner rausstellen, ne? Der Miner muss auf jeden Fall, warte mal, da ist unser... Oha. Ja, wir ziehen das Fließband hier rüber und dann mal gucken. So ist wie, wen den Miner so rum ausstellen. Moin, der Miner, nee, das ist reine Kohle. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir können den später aufwerten. Nun geh doch mal weg da. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So ein MK2-Miner? Jo. Und hier wirklich 120 Kohle abzwacken. Das ist ein Träumchen. Aber erstmal lassen wir hier volle 60 anliefern. Hier nicht unbedingt durch den Berg. Nee, das muss nicht sein. Ah, denn eben schräg, mein Freund. So, wir müssen hier hin. Den Eimer hier rum. Mal gucken, wie ich doch jetzt am besten das Fließband lege. Ja. Jetzt bloß nicht runterfallen. Das wäre es ja jetzt noch, ne? Jetzt runterzufallen. Das wäre es echt noch. Ich weiß nicht, ob man seine Sachen verliert oder so, wenn man stirbt. Ich glaube aber schon, ne? Das ist ja eigentlich gang und gäbe. Heutzutage. Finde ich ein bisschen schade. Ich mag das System überhaupt nicht, dass man seine Sachen verliert. Aber ist heute ja wirklich irgendwie gang und gäbe in den Spielen. Jo, das wird auf jeden Fall... So, warte mal, wir müssen ja ein bisschen höher, damit es ordentlich aussieht. Sehr schön. Und jetzt muss ich mal gucken. Unsere Kraftwerke, die, wo genau... Sind das die Kraftwerke? Ja, da vorne sind die Kraftwerke. Oh. Davor sitzt aber noch unsere Produktion, oder? Ah. Gleich mal gucken, wenn wir dichter dran sind.
Wir müssen erstmal. Wir gehen jetzt erstmal so hoch wie möglich. Ich glaube, wir müssen ja über einiges rüber. Ist ja gut. Das kann man ja später alles noch schöner machen. Das ist ja nicht das Problem. So, die Krofige sind... Sind die das? Ich erkenne das so gerade ganz knapp an den Schornstein, aber ich glaube, das sind sie. Kreuz und quer schon wieder, ne? Kreuz und quer. Ah, das ist unsere Produktion vor. Ich muss so also irgendwie, ich muss in diese Richtung irgendwie vorbei. Hier. Es fehlt am Beton, also doch. Aber gut, wir haben es zumindest schon ein bisschen im Weltraumluft gekriegt. Beton haben wir doch hier vorne irgendwo, oder? Beton. Ich habe hier so ein bisschen den Überblick verloren, wo was ist. Wo ist denn unser Hub, wenn ich fragen darf? Dort, dann ist dort Beton, okay. Dort kriegen wir hin. Wir müssen am Beton vorbei und irgendwie dort hinten hoch. Wir müssen hier eigentlich am Gift vorbei. Hier haben wir ein bisschen aufpassen. Erst ein bisschen Beton holen. Oh, Beton ist inzwischen vollgelaufen, wie es aussieht. Okay, sehr schön. Hier, dann nehmen wir mit. Hier, nehmen wir 1500 Meter. Das sollte erstmal reichen. Dann kann der hier auch weiter arbeiten. Unser Fließband haben wir hier irgendwo. Eigentlich müssen wir hier wirklich komplett am Beton vorbei. Und ich Dudel hab's da lang gelegt, ne? Naja, gut. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Wir kommen so auch vorbei. Den giffen wir her hier. So, wie weit kommen wir bis da? Okay, der macht so hoch wie geht. Ja, ich weiß, die totale Zickzackstrecke, aber gut, das ist jetzt unwichtig. Wir müssen ja irgendwie da hinten hinkommen, ne? Oh, sieh, oh je, ich sehe schon, kommen die Plattenwände reichen. Aber gut, Platten sind gleich hier vorne, die können wir holen. Hier müssen wir vorbei. Hier müssen wir definitiv vorbei. Direkt um Gift. Ich hoffe, das Gift wirkt sich nicht auf die Fließbänder aus. Glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie, ne? Okay, jetzt fehlt die Eisplan. Weiter als bis hier. Ah, es lohnt sich nicht. Kommen wir nicht. Wir holen mal kurz Eisenplatten, die haben wir ja gleich hier vorne. Gut, so dank, hier komme ich bloß nicht hoch. Ah, hier muss ich auch mal was tun. Das jedes Mal außen rumlaufen, das... Nee. Wieso macht der Kill hier immer solche Faxen? Du dort Naut? Dann werden wir gleich als erstes erstmal den Miner an Strom anklemmen, um zu gucken, ob die Kohle sich vernünftig verteilt. Und den... Mal gucken, dann müssen wir die Pumpen machen und dann müssen wir das sowieso erstmal sehen, wie wir das... Hier sind die Platten. Am besten mit dem Wasser machen. Und ich glaube, da müssen wir auch noch was zwischenklemmen. Ja, komm, spring runter. Sehr schön, sehr schön. Da muss ich sowieso mal gucken, wie ich mit dem Fließband jetzt am besten... Ach, kriegen wir schon irgendwie hin. So, erstmal hoch. Zack. Wunderbar, hier ist die Snegge. Bis dahin, dann kommen wir hoch. Genau. So, da sind die Kraftwege. Und da vorne... Ja, ich sehe den Container. Okay. Das wird schwierig, da überhaupt ranzukommen. Sehr schön. Weil ich nicht glaube, dass ich von hier da oben raufkomme, oder? Ne, ist zu lang. Ah...
Nur mal so die Frage, wird das so gehen? Das überschneidet sich, ne? Okay. Wenn ich es bis hier erstmal hinbaue, so hoch wie möglich ziehe. Ich müsste da oben raufkommen. Mit was überschneidet sich das? Ah, das sehen wir gleich. Ich muss da einmal hoch. Das kann sein, ich müsste es von oben, so weit müsste ich doch kommen, oder? Auch neu ziehen können. Gut, gut, gut. Ich vermute mal, es gibt eine einfache Möglichkeit, die ich aber nicht kenne. Und viele von euch schlagen sich jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und denken, oh mein Gott, was tut der da? Ja, könnte ich wahrscheinlich auch nachvollziehen, wenn ich das Spiel schon länger spielen würde. Also, wäre ich wahrscheinlich nicht anders. Gut. Den jetzt aber trotzdem einmal kurz gucken. Hier muss übrigens noch was ran. Das geht so gar nicht, dass sie überstehen. Aber es geht erstmal um die Funktion. Hier ist das Fließband. Das überschneidet sich doch gar nicht. So, auf jeden Fall muss das da oben. Da, an den Container ran. Kommen wir durch? Ja, so stehe ich natürlich nicht zu. Kommen wir noch direkt ran, oder? Wie gesagt, das ist jetzt nicht schön, aber... Naja, die Bäumchen, da geht es erstmal durch. Das ist alles andere als schön hier. Okay. Das kann man ja alles noch nachträglich ordentlich machen. Ne? Den hoffe ich jetzt. Wir legen jetzt erstmal Strom zu meiner Rübe. Wir überhaupt noch genug Strom haben, weil ich glaube, Teil der Biomasse-Generatoren ist auch schon wieder leer gelaufen. Um da hinten hinzukommen. Strom sollte jetzt das kleinste Problem sein, sofern wir genug Materialien haben. Kabel haben wir genug, Beton müssen wir auch noch haben. Gut. Ich gucke aber einmal kurz beim Strom, bevor wir das hier jetzt legen. Weil die Pumpen brauchen auch noch Strom und... Kann man mal gucken, der Miner braucht 5, gut, das geht. Und die Pumpen? Ach Gott, die brauchen schon 20, wir haben 2 Pumpen, also bräuchten wir 40 Strom alleine schon für die Pumpen. Plus der Miner wären 25... Und 4 brauchen, glaube ich, auch noch die kleinen Pumpen, die das Wasser weiterpumpen. Wie viele wir davon brauchen, weiß ich noch nicht. Wir verbrauchen aktuell 137, manchmal 160, 160. Produzieren aber gerade mal 210, weil schon was ausgefallen ist. Das sollte aber trotzdem reichen. Erste Mal. Wie gesagt, die Biomasse-Generatoren haben aktuell nicht genug Saft am Start. Ist das unsere Schmodderlinie hier, ja, ne? Jo. Den zwack mal hier ab, mein Freund. Der hat doch noch frei, ne? Nein. Hat er nicht. Dann nimm den da. Und stell da hin. Sehr schön. Dann nimm den mit. Du bleibst da bitte schön sitzen. Den geben wir einmal hier dieses krumm und schiefe. Oh Mann, da kriege ich selber die Krise, wenn ich das Fließband sehe. Damit wir den Strom daran kriegen. So, nimmst du bitte Strom mit? Danke. Einmal an den Miner da vorne ran. So, aufpassen. Nicht runterfallen. Einmal hier hinstellen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr werdet das Thema schon mal erledigt. Und hoffen wir mal, dass sich das richtig verteilt auf die... So, und ran da. Wunderbar, der sollte jetzt drum kriegen. Der sollte anfangen zu arbeiten. Und der würde wirklich... Ach ja, ich vergaß. Stimmt, mal rein, das bringt aber normal schon 120. Da kam ich jetzt durcheinander beim letzten Mal. Stimmt. Auf jeden Fall liefert er jetzt sowieso aktuell nur 60. Aber wir könnten das später aufrüsten, wenn wir genug gedeckte Platten haben, zu einem MK2. Und dann jagen wir schon allein 120 Kohle in die Generatoren rein. Das ist schon mal sehr schön. So, das ist im Onmarsch. Das arbeitet. Da können wir immer noch optimieren mit MK2-Bändern und so weiter und so fort.
Jetzt müssen wir das Wasser dahin bringen. Die Kohle braucht eh eine ganze Weile, bis sie da ist. Also wäre das das kleinste Problem im Moment. Und da bezweifle ich mich sehr stark. Sehr, sehr stark, dass wir das Wasser so, wenn ich die Pumpen jetzt anschmeiße, zu den Kraftwerken kriegen. Also. So, lass mich mal beim Gift vorbei. Geht da ja leicht durch. Gibt aber auch echt keine Möglichkeit, diese Geysire. Bei den Pflanzen weiß ich mittlerweile, die kann man später mit irgendwas wegsprengen. Aber die Geysire, da kann man, glaube ich, echt nichts gegen machen, ne? Gut, 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 gut. Das Lüfterfond, ne? Das müssen wir jetzt echt Stück für Stück überprüfen. Ich muss die Pumpen anschließen. Die müssen anlaufen. Wovon nehmen wir denn den Strom mal mit für die Pumpen? Ist da noch Platz? Jo. Die müssten eigentlich hier irgendwo liegen, die Rohre. Ja, da liegen sie. So, dann geben wir einmal das Rohr zurück, schmeißen die Pumpen an und dann müssen wir wirklich Stück für Stück gucken, wie weit pumpt er das Wasser. Und dementsprechend den halt diese Schnüffelstückpumpen dazwischen setzen. Weil das bezweifle ich sehr stark, dass es so ankommt. Jojo, gut, Kohle ist ein massiver Aufwand, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn das so läuft, wie ich es mir vorstelle, dass die Kohlekraftwerke sich dann quasi dauerhaft mit Wasser und Kohle selbst versorgen, weil das ja automatisch läuft, brauchen wir nicht mehr ständig irgendwas nachpacken. Dann haben wir quasi eine Stromversorgung gesichert, solange wir nicht über die maximale Kapazität kommen, ohne dass wir ständig neu sammeln müssen. Oder lieg ich da jetzt falsch? Ich hoffe nicht. Aber das werden wir hinkriegen. Auf jeden Fall macht das tierisch Laune. Ich weiß nicht, warum er immer tierisch Laune. Auch wenn es echt ein Mordsaufwand ist. So. Muss ich Strom hier wirklich komplett das Rohr langlegen oder komme ich hier runter? Warte mal, wir legen den darauf. Ja. Damit für wirklich beide Pumpen an den rankriegen, wenn es geht. Ich komme nicht an die Pumpen ran. Okay. Okay, wir müssen uns die Runde her, aber wir müssen es ja überprüfen, also daher. Ist voll hier nicht. Ja, das ist hier auch so ein, naja, abgeknicktes Vehikel, ne? Auf jeden Fall sollten wir hier später ohne Probleme mehr Pumpen reinkriegen. Der See ist wirklich sehr groß. So, hau ran. Ich hoffe, jetzt fällt das Strom nicht aus. Hau ran. Ja. Okay, wir müssen gleich überprüfen. Tut der Not. Hätte doch passen müssen. Ich fall hier nicht runter, mein Freund. Du sollst nur aus Rohr, genau. Ich dachte gerade. Ich kenne mein Glück. Gut. Eben einmal kurz den Strom überprüfen. Ich denke mal, wir haben ein oder zwei Generatoren zu wenig mit Saft. Das lässt sich schon machen. Hoffe ich. So, der Strom läuft wieder. Das war wie vermutet einfach nur Biomasse mal wieder weg. Ich hoffe ja, dass wir das Problemchen gleich nicht mehr haben. Jetzt will ich hier einmal kurz die Pumpe überprüfen, weil wie es aussieht, ist hier eine im Standby-Modus. Warum auch immer. Zack. Die hat aber Volldruck drauf. Die fördert bloß gerade nicht. Hat aber ihren Strom. Die ist voll, okay. Und die da sieht aber auch so aus, ne? Ich glaube, die Pumpen sind einfach nur vollgelaufen. Wenn ich mich doch nicht täusche. Okay, yo. Denn hier im Rohr, hier ist noch Vollwasser.
Okay, das sieht man aber auch an den Dingern hier, ne? Da auch. Hier ist Vollwasserdruck drauf. Kriegt er das Wasser hier hoch? Hier ist noch voll, oder? Ja, ja. Hier hat er noch Volldruck drauf. Nur die Frage, verliert er hier jetzt auf den Weg hier hoch sein Druck? Jo. Jo, jo. Hier, guck mal, hier fehlt schon. Hier fehlt schon. Das heißt, ich müsste dafür scheinen auf so eine Pumpe, die das hier hochpumpt. Das ist nur eine Frage, welche Reichweite haben diese Pumpen, ne? Müssten die nicht... Die stehen schon über Logistik mit zwischen, ne? Hier. Ich probiere es einfach mal. Wenn ich hier eine reinsetze... Na, willst du nicht? So. Die braucht hier Ausstrom. Das ist aber nicht so das Problem. Die, von dem Stromkabel, die müssen wir ja von da, obwohl ich jetzt eigentlich ungern will, wurde mal. Wir müssen hier später noch mehr Pumpen anschließen. Ich stelle den mal hier hin. So. Der. Hier müsste das Wasser jetzt weiter pumpen. Es sieht auch so aus, als wenn es läuft. Der läuft komplett hoch. Sehr schön. Klingt wie so ein alter, guter Trobby, du. Ja, ja, der ist aber voll dabei. Das heißt, wir kriegen hier jetzt... Ja, 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 das pulsiert hier so schön. Ja, jo, hier ist jetzt voll drin. Das pumpt er weiter. Sehr schön. Das Problem ist halt... Hier, guck mal, hier lässt schon wieder... Das kommt durch die Höhe, ne? Umso schräger die Dinger sind. Ah, hier hat er aber noch. Das lasse ich mir ja noch gefallen. Aber ich glaube, hier verliert er schon wieder ordentlich an... Ja... Ja, ja. Oh, okay, gut. Wir müssen auf jeden Fall... Besser wäre das hier, um das Ding hier voll hochzukriegen. Hier auch noch so ein Reinklemmer. Das habe ich aber vermutet, das ist zu steil. So, den hier auch nochmal mit anklemmen. Ich hoffe nur, der Strom macht das mit. Ich hoffe, ne? So viel Strom haben wir nicht zur Verfügung. Der maximale KBT 270 aktuell... Ah, und wir sind schon... ich hätte mal ein paar Maschinen ausmachen sollen. Okay, aber auf jeden Fall, der fördert auch voll. Hier haben wir jetzt voll da, ne? Ejo. Geht das denn jetzt bis oben hin? Ich hoffe es. Hier ist voll. Ejo. Hier hat er auch noch seine volle Leistung. Das ist schön. Hier auch noch. Das freut einen schon mal. Das nimmt mal aus Rohr. Hat er die hier auch noch? Na, guck mal, hier verliert er schon wieder. Eieieiei. Okay. Warte mal. Ich muss hier einen Strommast hinkriegen. Die Pumpe kann ich hier schon mal reinbauen. Definitiv muss hier... Warte mal. Hier hat er schon gar nicht mehr seine volle Leistung, ne? So, hier, ja. Muss da nehmen. Hier muss eine Pumpe rein. Zack. Und die müssen wir jetzt irgendwie erstmal am Strom anklemmen. Wo wurde man? Müsste ich nicht hier oben den Strommast haben? Irgendwo? Von da aus sind wir doch runtergegangen. Jo. Ungefähr. Den stellen wir jetzt mal hier hin. So. Randa. So, den dürfte der das jetzt auch weiter fördern. Sehr schön. Ich mache mir jetzt so langsam echt Sorgen ums Stromnetz, ehrlich gesagt. Je, der kriegt hier nicht voll. Nein. Sag mir jetzt nicht, der schafft das so oder so nicht mehr. Hier ist nicht voll da. Obwohl der eigentlich voll Strom haben müsste. Wieso pumpt die Pumpe da nicht richtig? Hier ist voll da. Momentane Menge in der Rohrleistung 5 von 5. Alles gut. Ah, jetzt ist ja auch voll. Hat ein Weilchen gedauert. Das ist schon heftig, ne? Wow. Hier kriegt er definitiv nicht mehr genug. Alleine schon wegen dem Stück braucht er eine komplette Pumpe für sich. Okay.
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, aber probieren wir mal. Arbeitet der überhaupt? Weil ich meine, wenn der nicht genug Wasser kriegt, kann er halt auch nicht richtig arbeiten, ne? Naja. Empfohlene maximale Förderhöhe, 20 Meter, ja. Er muss aber gerade mal 1,4 Meter fördern. Obwohl hier lässt der Wasserdruck auch schon wieder nach. Warum? Schafft die Pumpe das nicht, oder? Was ist da los? Ich meine, der fördert hier gerade mal 2,4 Meter. Müsste er das schaffen? Will ich das doch an dem Knick. Ich meine, der läuft hier zwischendurch mal voll, aber das ist bei weitem nicht genug. Wo liegt hier jetzt der Fehler? Ist das wahrscheinlich echt der Knick hier, wa? Gut, der kriegt nicht genug Wasser. Deswegen kommt hier nicht genug an. Das muss der Knick sein. Oh, da liege ich doch jetzt falsch. Aber anders kriegen wir das hier ja nicht rum, ne? Warte mal. Lass mich mal hier einmal hin. Der hier schon nicht genug kriegt zum Fördern. Und der hier hat schon nicht genug. Kann das sein? Wo haben wir hier die Pumpe? Ich habe hier einfach eine Pumpe vergessen, ne? Ja, jo. Die Pumpe alleine. Die arbeitet mit voller Kraft, ne? Jo. Hier liegt das Problem. Förderhöhe übersteigt empfohlene Grenze. Okay. Der pumpt gar nicht, ne? Deswegen, obwohl hier voll drauf ist. Hier ist auch noch voll drauf. Jo. Aber ich glaube, fördern tun die schon, haben bloß ein paar leichte Schwierigkeiten. Aber der schafft das nicht. Hier ist noch voll. Der ist auch noch voll. Hier noch hoch, ne? Dann ist zu viel des Guten, ne? Ja, ja, hier muss definitiv eine Pumpe rein, weil da oben wird es mir schon wieder weniger, ne? Ah, hier ist aber noch voll. Hier ist auch noch voll. Hier wird schon weniger. Guck mal, die kriegt gar nicht mehr genug ab. Hier muss noch eine Pumpe zwischen. Gut. Bloß wo anschließen? Den da komme ich sogar nicht ran, ne? Warte mal. Ich würde ja gerne noch, ich komme so nicht ohne den Strommast. Nein. Der ist voll belegt. An den komme ich gerade nicht ran. Wir stellen da nochmal einen zweiten hin. Okay. Mit den Kabelmasten muss ich auch nochmal irgendwann was machen. So, dann stellen wir hier auch nochmal einen Kabelmast hin. Und von da denn nochmal an diese Pumpe hier. So, die dürfte doch jetzt ohne Probleme Wasser kriegen, weil bis dahin war ja alles voll. Dann entlassen wir vielleicht auch die unten ein bisschen mit. Und dann dürfte der... Oh, jetzt pulsiert das hier schön. Jetzt dürfte der da oben auch genug kriegen. Ich will nur hier einmal kurz überprüfen, weil der hier herumgemeckert hat. Na gut, der hat hier immer noch, aber... Er schafft es. Auch wenn er rummeckert, er schafft es. So, hier pulsiert das so schön fröhlich vor sich hin. Der hat die volle Menge da. Der hat die volle Menge da. Dann liegt das nicht an dem Knick, ne? Das geht so durch, ne? Jo, hier ist nämlich voll da. So, dann kann der hier jetzt auch ohne Probleme weiterpumpen. Hier ist jetzt auch voll da. Sehr schön. Wie weit pumpt der denn jetzt? Hier ist, hat er noch voll. Hier sieht er auch so aus. Jo. Hier ist noch voll. Hier auch noch. Jo, das sieht man auch. Geht hier schön durch. Alles klar. Hier lässt schon nach. Guck, hier lässt schon ganz leicht nach. Das heißt, wir müssen hier so oder so
und eine Pumpe zwischenbauen? Ich fürchte aber leider echt, dass mir gleich der Strom ausfällt. Und wir haben keine Biomasse mehr. So, den dürfte ich jetzt auch weiter fördern, so dass wir hier gleich... Habe ich die zu spät gesetzt? Corner sein? Der hat hier... Gut, wenn er nicht genug Wasser kriegt. Hier ist noch voll. Okay, ich hätte die hier hinsetzen müssen, weil der kriegt schon nicht mehr voll. Okay, nehmen wir die da wieder weg. Das ist gar nicht so einfach hier mit den Pumpen. Den setzen wir ihn da hin. Weil hier hat er ja noch voll, ne? Oder hatte er zumindest eben... Jetzt auch nicht mehr. Wieso lässt denn jetzt auf einmal der Wasserdruck nach? Irgendein Reaktor ist auch schon wieder ausgefallen, aber noch haben wir genug Strom. Muss ich das jetzt sehen? Wohl eben gerade war hier noch voll Druck drauf. Aber ja, so wie das aussieht, hat er auch genug. Momentan eine Menge in der Rohrleitung. Der pumpt das denn bis hier. Wir verbinden dort den hier einmal mit Strom, den sehen wir es ja. Der dürfte das denn ja auch weiter pumpen. Auch wenn der jetzt komischerweise nicht mehr die volle Leistung kriegt, ne? Aber er pumpt zumindest weiter. Na gut, hier ist jetzt aber voll da. Hier nicht mehr, hier ist viel zu wenig. Und deswegen haben wir die Pumpe da hier reingebaut. Aber die kann halt nichts pumpen, wenn sie hier nicht mehr genug Wasser kriegt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Ist hier irgendwas jetzt kaputt gegangen oder so? Hier ist noch voll da. Hier nicht mehr. Also verliert er ab hier die Pumpenleistung. Das heißt, hier muss noch eine Pumpe rein, ne? Boah, das ist heftig. Ah, das kommt, weil er so extrem hoch hier geht. Sag mal, hat das was mit den Pumpen zu tun? Jedes Mal, wenn ich eine Pumpe baue, geht hier die Rohrleistung flöten. Aber massiv. Oder ist das nur für kurz Moment, dass ich einfach nur abwarten muss, weil er durch die Pumpen das erstmal weiter verteilt? Das kann natürlich sein, ne? Das kann natürlich sein. Aber Pumpen tun sie ja. Ich gucke hier mal weiter die Rohrleistung ab. Und der hat hier definitiv so gut wie keinen Druck drauf. Und ich wette, hier wohl da hinten kommt auch gar nichts mehr an, ne? Ne. Hier ist überhaupt kein Wasser mehr im Rohr. Okay. Aber ich kann hier ja nicht unendlich Pumpen reinklatschen. Ich meine, sie arbeiten. Ja, er hat hier Wasser drauf. Das kann natürlich sein, dass durch die Pumpen das Wasser ein bisschen weiterläuft, sich dann erstmal wieder im Rohr verteilt. Dadurch geht natürlich erstmal wieder ein bisschen Druck flöten, das ist klar. Und dann fragt man sich trotzdem, wo bleibt das? Der hat hier so gut wie kein Wasser im Rohr, obwohl die Pumpe da pumpt. Hier hat er eine Menge drin, hier nicht. Okay. So ganz hundertprozentig durchsteigen tue ich hier noch nicht. Aber es liegt jetzt halt auch wieder daran, warum auch immer, dass er hier jetzt wieder kaum Wasser hat. Ne? Hier ist noch voll. Naja, der pumpt hier voll Wasser. Die beiden sind schon im Standby-Modus. Also hier liegt das Problem nicht. Hier ist auch noch voll da. Hier ab hier nicht mehr. Kann das sein, dass der... Obwohl, so hoch ist das hier doch gar nicht. Überfordert ist mit der Höhe? Eigentlich nicht. Guck mal hier, die Förderhöhe ist gerade aber 4,6 Meter. Aber hier kommt kaum noch was an. Während er hier noch komplett Wasser im Rohr hat... Hm.
Hier auch? Wie gesagt, es kann auch sein, dass es echt eine ganze Weile dauert, bis es ansammelt, aber ist ab hier sofort? Wie oft muss ich denn die Rohre setzen? Alle 20 Meter oder was? Ich werde die gleich wieder wegnehmen. Ich will nur mal was gucken. Ich habe das Gefühl, jetzt verliert er nämlich wieder. An Leistung kann er sein. Das ist nur eine Vermutung. So, jetzt ist hier alles voll, ne? Jetzt ist hier alles voll. Der ist auch voll. Ich habe mit so vielen Punkten nicht gerechnet. Oh, fahre ich hier nicht runter, ehrlich gesagt. Dort ist schon, kommen wir irgendwo ran? Der ist voll. Na? Das Ding hier ist nicht angeklemmt, ne? Lass mal rüber hier. So, der hat hier nämlich auch kein Wasser mehr. Ja, das ist das, was ich vermute. Ich brauche die gar nicht anklemmen. Weil irgendwie sorgen die Pumpen dafür. Ich weiß nicht warum. Dass der Wasserdruck gar nicht weitergeht. Mache ich hier irgendwas verkehrt oder so? Und was macht das denn? Das ist, was einfach rausläuft, oder wie? Wahrscheinlich. Ist wie eine Klospülung, okay. Ich habe das Gefühl, dass allgemein die Pumpen unten, die zwei, überhaupt nicht in der Lage sind, so eine lange Rohrleitung zu beliefern. Wo geht denn das Wasser eigentlich hin, wenn ich es hier spüle? Also kriegen wir halt nicht mehr genug durch die Leitung? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so unglaublich viele Pumpen braucht. Wenn wir ehrlich sind. Und ich kann den hier ja nochmal anklemmen. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich was bringt. Wahrscheinlich sind die wirklich nur für Höhe gedacht. Ne? Aber hier geht es ja so steil hoch. Ein Jahr. Ich komme hier nicht durch, ne? Doch. Nee. In der Tat, merkwürdiges Problem. Hier. Der hat hier natürlich eine Menge Wasser drin. Ich glaube, ich mache hier irgendwas verkehrt. Ich weiß gerade noch nicht so ganz was, weil hier hat er voll Wasserdruck drauf. Bis hier scheint ja alles richtig zu sein. Und er fördert und fördert und fördert. Aber warum kommt denn hier? Guck mal, das ist nur ein kurzes Stück von der Pumpe bis hier. Kaum noch Wasser an. Sieht man hier ja auch, dass an der Rohrleitung nicht mehr genug ist. Scheint sehr empfindlich zu sein. Und wenn hier natürlich nicht mehr genug ankommt, kann der natürlich auch nicht mehr genug fördern. Das ist klar. Und hier hat er so gut wie gar nichts mehr. Wo geht das Wasser hin? Habe ich hier irgendwas falsch verstanden? Obwohl, ja, wenn ich jetzt rein augenscheinlich nach den Dingern hier gehe, die sollen ja wahrscheinlich einen Druck darstellen, ist hier Druck drauf. Hier denn absolut gar nichts mehr, ne? Nö. Obwohl wir hier eine Pumpe haben, die nicht arbeitet, also kein Wasser kriegt, ne? So. Klar, hier ist ja auch so gut wie nichts mehr. Okay, ich muss mich da nochmal schlau lesen. In meinem Tester war das eine gerade Fläche, da ging es ohne Probleme. Hier, wo es so steil hochgeht, scheint das nicht so zu funktionieren, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil die Pumpen fördern hier ja schon gut. Die beiden scheinen nicht mehr zu arbeiten, weil wahrscheinlich die Wasserleitung da voll sind. Also irgendwas sorgt dafür, dass hier nicht genug Druck ankommt, obwohl hier Druck ziemlich voll ist. Nicht ganz, aber
Ich gehe jetzt noch einmal bei den Pumpen gucken. Ich wette aber mal, die sind voll. Weil das ganze Rohr hier voll ist. Das hier scheint ja zu klappen. Ich glaube, ich darf diese ganzen Mini-Pumpen nicht zu häufig hintereinander setzen, aber auch nicht zu wenig. Jo, die ist komplett voll mit Wasser. Dann ist die andere das da auch. Den frage ich mich. Bis hierhin punktet das ja ohne Probleme, ne? Das Ding Förderhöhe ja. Ist voll am Arbeiten. Na gut, momentan nicht, weil hier komplett Wasserdruck drauf ist. Ew. Kann aber natürlich sein, dass der hier ein Problem ist, ne? Weil er die Grenze über war. Das kann es natürlich haben, dass der hier immer wieder Ausfälle hat. Und dürfte trotzdem nichts dran ändern. Im Moment ist hier... Nein! Oh, alles voll. Mit Wasserdruck, ne? Ew. Und ab hier lässt es den wieder nach. Aber wir hatten hier vorhin schon mal eine Pumpe am Anfang. Die haben wir ja wieder weggenommen, weil das gar nichts gebracht hat. Ich glaube, ich werde das hier alles nochmal Stück für Stück neu machen müssen. Auch die Verkabelung hier ist... So, ich werde jetzt hier einmal testweise nochmal eine hinsetzen. Nur testweise. Wo hier ist... Ach so, ich wollte gerade sagen, das... Hier ist mich voll Druck drauf. Hier ließ mich schon nach, ne? Ob das was bringt? So, nehmen wir von denen hier ran. So, jetzt dürfte aber die Pumpen unten auch wieder, weil jetzt mehr Wasser nachgefüllt werden muss. Ja, die eine arbeitet wieder. Das dachte ich mir. Jetzt kann er es mich ein bisschen besser verteilen. Dann ist der hier voll. Ich muss zwischendurch mal ein bisschen warten. Ich war zu voreilig. Aha. Dann muss ich gucken, wie weit der hier das pumpt. Weil er immer ein Momentchen braucht, um sich einzuspielen, war ich wahrscheinlich zu voreilig. Obwohl das hier jetzt zu passen scheint, aber da heißt es wieder abwarten. Hier ist mich jetzt auch wieder voll drauf. Ich habe irgendwann hier nochmal Angst, ich fall hier runter. So, hier ist mich jetzt auch voll drauf. Der hat auch voll, ne? Und ich glaube, die sitzt hier viel zu dicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die hier tut gar nicht nötig. Habe ich so die Vermutung. Weil der hier alleine eigentlich schon, wenn er genug Druck hat, was er aktuell hat, das doch eigentlich weiter pumpen müsste. Nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt voll Druck drauf. Jo. Hier jetzt... Oh, fall doch nicht immer runter, mein Freund. Hier hat er jetzt auch voll Druck drauf. Hier auch noch. Das ist sehr schön. Hier lüft auch noch voll durch. Yep. Der arbeitet auch. Jo, hier hat er aber auch noch voll Druck. Hier ist nochmal voll Druck. Ist noch die Frage, wie weit geht er? Hier lässt er nach. Okay. Also hier hat er ein bisschen drin, aber weit nicht genug. Nee, nee. Gut. Wie weit wäre denn hier? Hier ist noch voller Druck. Hier nicht mehr. Das heißt, hier müsste die nächste Pumpe hin rein, theoretisch. Okay. Allerdings mache ich mir da echt Sorgen um den Strom. Da müsste ich jetzt einmal kurz gucken. Na, wir verbrauchen aktuell 176. Das Problem ist, der geht auch manchmal gerne hoch, ne? Hier ist mir noch voll. Ich will es noch einmal ausprobieren mit der Pumpe. So viel Zeug muss sein. Und ab hier ist weniger, ne? Das heißt, hier müsste die nächste hin. Ich glaube, man muss das zwischendurch immer ein bisschen laufen lassen. So, das können wir aber von dem da abzwangen. So, jetzt dürfte der Druck hier erstmal wieder fallen. Nehmen wir die Täuscher. Das dauert wieder ein Momentchen, bis sich das eingespielt hat. Und dann müsste das hier ja gleich hochgehen, ja? Das dauert immer ein Momentchen. Ja, er geht auch hoch. Langsam, aber er geht hoch.
Jetzt arbeiten nämlich bestimmt erstmal die Pumpen unten wieder, weil jetzt das Wasser ein bisschen weiter läuft. Jetzt müssen die erstmal wieder nacharbeiten. Okay, das ist doch nicht so einfach. Jo, die arbeiten gerade beide. Jetzt müssen die mich erstmal das ganze Wasser, was jetzt weitergedrückt wird, nachpumpen, damit überhaupt genug Wasser... Das Ganze ist realistischer, als ich dachte. Sehr schön. Damit er hier nachher genug durchpumpen kann. Weil ich glaube, das dauert jetzt eine Weile, bis genug Druck hier ankommt. Obwohl das ein bisschen merkwürdig ist, aber weil er hier voll Druck drauf hat. Okay. Die ist jedenfalls voll am Pumpen. Aber wie gesagt, hier heißt es, glaube ich, jetzt erstmal wieder einen Moment abwarten. Jo, da pulsiert es durch. Jetzt kam es hier an, der Druck, ne? Jetzt kam es hier an, oder? Nö. Und der pulsiert hier rum, ja. Das Pulsieren heißt ja nur, dass Wasser durchläuft. Jetzt frage ich mich nur, wo bleibt der Druck? Bremst der das hier jetzt wieder irgendwie aus oder es dauert eine Weile? Der hat hier vollen Druck drauf. Das heißt, das gute Pümpchen. Die arbeitet ja nicht mehr. Kann das sein, dass die Rohrleiter nur eine gewisse Länge haben dürfen? Ah, doch, jetzt. Okay, ich sag ja, das dauert ein Weilchen. Jetzt hat sich hier was angesammelt, ne? Jo. Da muss man echt Geduld haben. Jetzt will ich nur gucken, wie weit das hier geht. Hier ist noch voll Druck drauf. Es kommt ja auch mal ein bisschen auf die Höhe drauf an. Jetzt haben wir hier ja nicht mehr so ein riesen Gefälle. Hier ist auch noch voll Druck drauf. Hier ebenfalls. Ist auch noch voll, ne? Ejo. Gut, er müsste das Stück hier jetzt eigentlich auch ohne Pumpen schaffen, weil hier geht's ja bergab. Sieht auch fast so aus. Ja. Lass mal auf Ruhe rauf hier, Mensch. Junge, Donkey. Na. Okay, aber dadurch, dass es bergab geht, aber ich vermute mal, bei den Kraftwerken kriegt er gleich nochmal Probleme. Drauf, sehr schön. Hier ist alles voll. Durch das Bergab. Dadurch baut er natürlich einen Druck auf. Jo. Aber hier geht's wieder hoch. Okay, noch hat er Druck durch das Gefälle. Es ist wie so eine Achterbahn halt. Hier ist auch noch Druck. Ja, da auch noch voll. Sehr schön. Ab da dürfte er aber gleich jetzt Druck verlieren, oder? Da haben wir jetzt durch die Pumpen so viel Druck drauf gepumpt, dass die Rohre eigentlich platzen müssten. Weil hier ist voll drauf. Bis hinten durch. Sieht fast so aus, ne? Jo. Okay, ich muss auch mal hoch zu den Kraftwerk gehen. Ich glaube, wir haben das Hauptproblem behoben. Sehr schön. Kraftwerke sind wahrscheinlich schon vollgelaufen, ne? Jo. Kohle haben sie drin. Wasser haben sie drin. Sie funktionieren bloß nicht, weil sie nicht angeschlossen sind. Es ist nur die Frage, reicht der Druck aus, um die Dinger im Betrieb dauerhaft mit Wasser zu versorgen? Das müssen wir beobachten, ne? Aber zumindest angekommen ist das Wasser. Das ist doch schon mal schön. Ich komm hier nicht rauf. Nee. Du geh doch mal da hoch. Nee. Ich wollte doch nur die Kraftwerke anklemmen, Mensch. Komm, nun tu mir das nicht an. Wir gehen über die Fließbinde. Einfach ist das. Das ist sehr schön. So, die sind jetzt alle voll mit Wasser versorgt. Den werde ich jetzt... Da kommen wir gar nicht hin, ne? Warte mal, wir brauchen einmal einen Strommast. Und zwar mehrere. Den hier hin. Wir nehmen die Dinger jetzt ans Netz. Anders sehen wir nicht, ob das funktioniert. Und hier einen hin. So, den einen Stromkorbel von hier zu dem. Von hier zu dem. Von dem denn rüber. So, hier haben wir gar keinen hingestellt. Das geht nicht.
Damit wir später noch die anderen auch mit rankriegen. Hier sollen ja später noch mehr hin. Jojo, jojo. Und so mit ran. Und die beiden haben wir angeklemmt, ne? Ja, sieht man auch. Der geht dann hier auch mit ran. Der geht hier mit ran. So, jetzt müssen alle laufen. Ob das jetzt mit dem Wasserdruck reicht, werden wir sehen. Und ob das mit der Kohle reicht auch. So, und die müssen wir jetzt nur noch ans Hauptnetz klemmen. Und das machen wir am besten damit ran, wenn wir rankommen. Wie gesagt? Der ist voll belegt, okay. Damit rüber. Auch voll belegt. Und der? Der ist nicht voll belegt. Leitung zu lang, sagt er mir. Leitung zu lachen, sagt er mir. Na. So, die müssten am Netz sein, oder? Jo. Ich meine, jetzt laufen gerade noch die Bio-Dinger, aber die sind am Netz. Das ist schön. Wir haben jetzt eine Kapazität von 540 aktuell. Das ist schön. Verbrauchen wir 183. Maximal. Das Problem ist, jetzt durch die ganzen Pumpen, die vier Kraftwerke zusammen würden 300. Das kommt, weil die Bio-Dinger mit dranhängen. Ja, die maximale Produktion ist aber mittlerweile über 300. Das ist natürlich ein Problemchen. Durch die ganzen Pumpen. Ich kann jetzt im Moment aber nicht ohne die MK2-Leitung keine weiteren Kohlekraftwerke anschließen. Wassermäßig scheint das hinzuhauen. Kohlemäßig müssen wir beobachten. Wie gesagt, dadurch, dass sich das staut, weil der kriegt hier 30 reingedrückt, braucht aber nur 15 pro Minute. Aber gut, aktuell scheint das zu gehen. Durch die Staus scheint das bis zum Ende durchzulaufen. Das ist doch schon mal schön. So aussieht, haben die auch alle voll Wasser. Jo. Es kommt ja eh von da das Wasser. Also die Lüffen. Das ist schön. Die vier Kraftwerke produzieren jetzt zusammen 300 Megawatt. Was natürlich nicht reicht, da wir durch die ganzen Pumpen jetzt weit drüber sind. Das war aber auch ein Krampf, das da hochzukriegen. Aber gut. Das Problem ist, es reicht nicht. Das heißt, ich müsste das Fließband, zumindest das Kohlefließband, hier aufwerten auf MK2. Dafür brauchen wir aber erstmal mehr Platten. Damit ich volle 120 ankomme, weil der meiner ist ja 120. Momentan reicht das mit plus minus null. Naja, sieht man auch. Um noch mindestens zwei weitere Kraftwerke versorgen zu können. Wenn Wikipedia stimmt, können wir mit einem Rohr sechs Kraftwerke versorgen. Das heißt, es müsste gehen. Dann brauchen wir da gar nicht großartig was umbauen. Aber wir müssen halt die Kohle hier, damit sie sich besser verteilt. Wie mache ich das am besten? Wenn denn hier 120 reingehen würden, das auch zum 120er machen, dann würde ich hier massiven Stau kriegen. Das heißt, hier geht einiges weiter. Vielleicht geht das, das müsste man ausprobieren, dass ich wirklich noch zwei Kraftwerke hiermit ranbauen kann. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen, ehrlich gesagt. Weil das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Sobald die Bio-Dinger hinten ausfallen, was früher oder später passieren wird, passiert zwar nicht sofort was, weil wir momentan nicht viel Strom verbrauchen, aber wenn alles an ist, dann haben wir einen Sicherungsrausflug. Aber gut, wer rechnet denn auch mit so einem 10-Kilometer-Kabel, ne? Der Rohr da. Erstmal lüftet es zumindest, das ist schon mal schön. Den würde ich aber auch sagen, für heute verabschieden wir uns. Da war das heute mal ein bisschen länger. Ist ja nur kein Weltuntergang. Das hat mir keine Ruhe gelassen mit den Rohren. Absolut nicht. Jetzt brecht ihr nicht die Haxen. Zumindest haben wir die Kraftwerke am Laufen. Wir müssen mal gucken, dass wir noch zwei weitere rankriegen. Nützt alles nichts. Den werden wir auf 450, dann sind wir definitiv im grünen Bereich und können die Biogeneratoren abschalten. Dann haben wir nicht mehr das Problem, dass wir ständig Biomasse nachlegen müssen. Aber erstmal müssen sie laufen. Zumindest ein Teil von denen. Nicht alle, aber ein Teil von denen muss laufen. Zumindest so, dass wir auf ungefähr 350 bis 360 Megawatt kommen.
Einer bringt Dreusig, ne? Ja gut, dann müssen wir nicht zwei laufen lassen. Sicherheitshalber, wenn wir noch mehr anklemmen, würde ich fast sagen drei, aber der Rest kann aus. So, dann machen wir dich einmal aus. Ah, ein bisschen beobachten. Dich machen wir einmal aus. So, 480 sind wir okay. Du kannst dann auch aus. Wunderbar, hier sind wir bei 450. Sind wir nur noch bei 420. Der kann aus. Wunderbar. Sind wir bei 390. Okay. Da wir maximal 345 haben, das haben wir ziemlich selten, aber wir definitiv für zwei weitere Kraftwerke auch noch eine weitere Pumpe in Betrieb nehmen müssen, sollten wir es erstmal so belassen, ne? Aber immerhin. Es laufen nur noch vier Stück, ne? Eigentlich nur drei im Moment, er hat keinen Treibstoff. Okay, warte mal. Den. Nimm hier mal den Treibstoff raus. Dann pock hier mal den Treibstoff drin. Ein Träumchen. Sind wir jetzt wieder bei 24? Den hatten wir ausgeschaltet, ne? Yep. Können wir den mich auch ausmachen? Jo. So, dann laufen nur noch die drei hinteren, ne? Die müssen wir auch erstmal laufen lassen, bis wir die Kraftwerke haben. Der hat, glaube ich, kein Biostoff mehr. Gib mir hier, du brauchst dein Stoff im Moment nicht. Er war voll. Er hier braucht aber den Stoff. Das ist sehr schön. So, dann haben wir zumindest nur noch drei laufen. Das ist ja schon mal was. Und die drei können wir dann halt auch. Ja, eine weitere Pumpe, die können wir an die anderen mit anschließen. Das geht schon rohrmäßig. Müssen wir dann einfach nur zwei Anschlüsse abziehen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so das Problem. Das Hauptproblem haben wir auf jeden Fall geschafft. Freude ist den Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.